Ach ja. Das hier ist Death in Fire! Tolle Technik, toller Trick. Unsere Wand ist wieder dabei. Ja, und mit einem schönen Poster hier vom Im Flammen Festival. Warum das da hängt, da komme ich gleich dazu. Weil, ja, wir haben wieder volles Programm voller Energie und Spielfreude. Unter anderem mit Holy Moses und Tankyard. Im ersten Teil Holy Moses. Und zwar spielen die auch hier auf dem Im Flammen Festival am 13. bis 15. Juli. Ja, die haben sich 1981 gegründet. Und das wird jetzt ihr letztes Jahr sein, dieses Jahr. Also schon allein deswegen ein Grund, dahin zu gehen. Ja, Sabrina Glasen, die war ja damals mit Andy Glasen liiert. Der war ja Anfangstage mit dabei. Ein riesengroßer Produzent, unter anderem von Behemoth, S-Fix und ganz viele Bands. Atomic Steif war mal dabei bei Holy Moses, Uli Kusch, ganz viele berühmte Musiker. Ja, aber leider ist dann dieses Jahr Feierabend. Die haben im Metalhammer ein Interview gegeben. Da steht da alles nochmal drin. Wieso, weshalb, warum. Aber ja, die Sabrina Glasen wird ja nur auch 60. Genauso wie mein Freund Onkel Tom. Da steht da oben irgendwo. Ja, also guckt da nochmal hin zum In Flammen Festival. Und wir sehen jetzt das, die Ausschnitte vom vorigen Jahr, vom Chronik der Moschers. Tolles Konzert, irgendwann früher, vor 10 Jahren hat man die ja schon mal gefilmt. Wir freuen uns jetzt erstmal auf die Ausschnitte und hoffen, dass wir hier Im Flammen da auch ein paar Ausschnitte mitbringen können. Ja, das im ersten Teil und dann geht es weiter mit Tankyard. Also bis dann erstmal, ich habe ja hier Himmelfahrtsbeutelchen hier voll gemacht. Und mal sehen, wo wir da landen. Auf irgendein Festival dann. So, also bis nachher erstmal. Tschüss.
Zu sehen. Ich habe gedacht, das passiert nie wieder. Es ist so genial. Und ich würde sagen, lasst uns zurückgehen ins Jahr weiter, 1989. The New Machine of Liechtenstein. Und es waren alle vielleicht in den letzten zwei Jahren ein wenig in Panik. Das brauchen wir nicht zu sein. Lasst uns feiern heute. Hier ist Panik. We'll be right back.
jetzt ist es soweit. Wir gehen zurück ins Jahr 1987. Und ich habe eben dem Gerre versprochen, dass ich euch richtig einheize. Das heißt, das, was ich jetzt sehen will, ist den Oldschool-Moshpit. Also sonst kriege ich von Gerre Ärger. Seid ihr bereit für einen vernünftigen Moshpit? Okay, ich will ihn so richtig sehen, ja? Okay, macht euch Platz, tut euch nicht weh. Ich sage gleich, hier ist Finished with the Dogs. Noch nicht schlecht, aber das geht noch besser, oder? Ja, ja, wir machen das, das geht noch mal. Ne? Das sind die jungen Leute, die brauchen noch einen drauf, aber kriegst du hin. Okay, vor 8 Jahren war das letzte Album. We Define Man, aber ich kann euch versprechen, wir haben da ein neues Ding eingespielt, was in den nächsten Monaten rauskommen wird. Aber nichtsdestotrotz, hier gibt es noch einen vom Nächsten, und zwar hier für diesen jungen Mann, der es noch ein bisschen heftiger haben will. Du da. Ja, ja, ich sehe dich ganz genau. Ich habe dich genau in Beobachtung. Du kriegst jetzt auch mal einen richtig mal drauf, ja? Okay, hier ist Helloud! We'll be right back.
Es tut sehr gut, bei euch zu sein. Und wir setzen das Ganze fort mit dem letzten Album von vor 8 Jahren. Hier ist Undead Dogs. Du hattest nicht genug Sex vorher, Alter. Okay, go! Show. I'm the one to die with sound. Under.
wir uns noch einmal zurückgehen ins Jahr 1990. Wie so eine Prophezeiung des World Chaos, was wir gerade haben. Aber ich finde, wir sollten uns von dieser Energie nicht leiten lassen, sondern seid in eurem Herzen und ihr seht, was hier heute los ist und auf allen anderen Festivals. Lasst uns dieses World Chaos beenden. Und ich sage, all piss off! World Chaos! Geht zu euch. Okay. Gerd, alles okay bei dir? Okay. Also, um euch zu wissen, Gerd, wir mussten die letzten Shows alle in diesem Jahr absagen, weil Gerd eine schwere Verletzung an der Hand hatte. Und dann hat er auch noch bis vor ein paar Tagen krasses Covid bekommen. Und es ist ein Wunder, dass er da heute hier auf der Bühne steht. Das Bier hilft, ne? Das lokale Bier hilft. Deshalb haben wir auch heute entschieden, auch vor der Show schon trinken zu dürfen. Also wie gesagt, das, was Gerd heute macht, ist der absolute Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute hier stehen können. Also bitte nochmal einen Applaus an Gerd. Und deshalb ist das jetzt nochmal eine besondere Herausforderung, Gerd. Wir haben uns nämlich ziemlich krassen Song noch für heute auf die Playlist gesetzt. Bitte? Wir spielen nämlich heute nur die ruhigen Songs.
für Gerd. Okay. Yes. Nothing for my mouth. Ist, dass ihr... Ach, hallo, die Wand ist offen, ging gar nicht mehr zu, aber egal, weil jetzt haben wir Holy Moses geschafft, ich hoffe es hat euch gefallen, jetzt geht es weiter mit Tankyard, die gibt es ja auch schon seit 1982, das ist der Wahnsinn, dass man da das alles so schön miterleben konnte und Tankyard, das ist englischer Begriff für Bierkrug, da habe ich ja auch, Bayern München, Bierkrug, na, den lassen wir mal, ich trinke aus der Flasche. Ja, und da ist der Olaf Zisse am Schlagzeug und der war ja mal früher Schlagzeuger bei Holy Moses, ja, und so ist das ein Hin und Her immer wieder. Und immer wieder eine Freude, die Jungs zu sehen, um Gerre und seine Mitstreiter, das ist einfach immer nur ein Spaß. Die spielen ja dann auch in Flammen. Besorgt euch da Karten,
wer weiß, wie lange die es noch gibt. Also die sind so fit. Ich glaube, da gehen noch ein paar Sachen. Ja, also freuen wir uns jetzt auf Tankyard, die wir auch schon ein paar mehr hatten. Und ich habe mein Körbchen hier. Und ja, das Blöde ist, Plastebierradler geht nicht. Das Bier, was gut wäre, das ist leer. Hä? Alkoholfrei ist das. Der Tag danach, alkoholfrei. Mississippi, das ist eingedickt, so alt ist das schon. Und dann haben wir hier noch Karnevalsbier, das gibt es auch immer noch. Das habe ich wirklich nicht zum Fasching getrunken. Das ist immer wieder dabei, der Wahnsinn. Aber ich glaube, Karnevalsbier zu Himmelfahrt, nee, das lassen wir mal lieber. Und überhaupt so ein komisches, buntes Bier, das passt nicht. Ich werde mal hoffen, dass mir einer von euch dann mal ein Bierchen ausgibt. Vielleicht komme ich da auch noch irgendwie dazu. Ja, dann, also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und ja, Tankyard, bitteschön. Und wir sehen uns beim In Flammen, dann am 13. bis 15. Juli. Und dann geht es auch weiter hier, 10. bis 12.8.23 beim Partisan. Oder das hänge ich dann auch noch mal auf. So, jetzt erstmal viel Spaß mit Tankyard und tschüss, auf Wiedersehen. We'll be right back.
6 Jahre ist es her, dass wir zum letzten Mal hier waren. Hammerhart, wie die Zeit vergeht. Aber damals wie heute frage ich euch, habt ihr Bock auf ein bisschen Oldschool Thrash Metal? Habt ihr Bock auf den Morgen danach? The morning after! Like my man, it's only her.
So, die Sabina eben von Holy Moses war ja wirklich sehr offen und ehrlich und hat ihr Alter verraten. Und auch wir haben dieses Jahr 40-Jähriges. Und da ich mit 5 in die Band eingestiegen bin, wisst ihr auch, wie alt ich bin. Leute, 40 Jahre Tankard, Hammerhart. Vielen Dank für euren Support! Wir haben noch ein bisschen Feuer für euch! Jetzt Rapid Fire! Thank you.
Wir brauchen Sanitäter. Von der Bühne aus rechts gesehen, ist jetzt ernst gemeint. Wir brauchen Sanitäter, bitte. Ich hoffe, es geht alles gut. Ja, sieht gut aus. An dieser Stelle gute Besserung. Der nächste Text ist jetzt zwar ein bisschen unpassend, aber wir spielen den Song trotzdem. Es ist nämlich der einzig seriöse Text, den wir je
in unserer ganzen Band History geschrieben haben. With a beer in your hand. Los!
May you find it's not, die with a beer in your head.